Die anderen sollen sich mal Gedanken machen, wer Dritter und Vierter wird. Ich will eigentlich so ein Turnier gewinnen. Die Ansage von Niederbayern-Auswahltrainer Wolfgang Schellinger an seine Mädels und auch die Konkurrenz vor dem Turnier war also eindeutig. Dementsprechend selbstbewusst setzten sich die Niederbayern, die hauptsächlich mit Spielerinnen aus Straubing angetreten waren, in der Vorrunde ohne Satzverlust souverän durch. Und auch in der Finalrunde nutzten die Mädels ihren Heimvorteil aus. Erst ließen sie im Halbfinale Unterfranken abblitzen, um dann im Finale Schwaben mit 25:15 und 25:17 zu besiegen. Der Jubel nach dem entscheidenden Punktgewinn war natürlich riesengroß. Dabei war den Mädels die Nervosität vor der Partie deutlich anzumerken. Vor so einer Kulisse haben die noch nie gespielt. Da war Oma, Opa, Papa, Mama, alles war da. Halle war proppenvoll mit Familien und Freunden. Da waren die natürlich, ja, und ich habe gesagt, zweiter Platz ist ganz nett, jetzt könnt ihr euch einen Wunsch erfüllen. Höhepunkt eurer Karriere. Und da waren sie halt sehr nervös. Die Qualität der Spielerinnen aus Niederbayern war letztendlich also zu groß, als dass die Nervosität irgendeinen Schaden hätte anrichten können. Allerdings hatte sich Coach Schellinger vor der Partie gegen die Schwaben auch ein kleines Erfolgsrezept ausgedacht. Den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Schwaben starke Angreifer haben. Aber da muss man halt erstmal zum Angriff kommen. Und dann haben wir das Ganze über einen Aufschlag probiert. Und wir haben eigentlich sehr gute Aufschlagmannschaft und haben noch ein bisschen 10% noch mehr Richtung Limit-Risiko gearbeitet. Und das ging gut. Und die Sätze waren ja beide sehr, sehr deutlich. Wir haben die unter Verschluss gehalten und das war natürlich genau das, was wir wollten. Geht nicht immer auf, aber heute ist aufgegangen. Aufgegangen ist auch das gesamte Konzept des Bayern-Pokals, der bereits seit 33 Jahren ausgetragen wird. Mit Oberbayern stellt übrigens der bevölkerungsreichste Bezirk des Freistaats jeweils zwei Teams in jeder Altersklasse, damit ein geregeltes Turnier mit 8 Mannschaften möglich ist. Als Ausrichter war in diesem Jahr turnusgemäß Niederbayern an der Reihe. Es geht ja reihum in den bayerischen Regierungsbezirken. Und Straubing hat sich angeboten, weil einfach über die ganzen, kann man sagen, 30, 40 Jahre Straubing wirklich immer beste Jugendarbeit geleistet hat, beste Arbeit auch im Erwachsenenbereich geleistet hat. Und wir wissen, wenn wir herkommen, ist alles top organisiert. Dabei hatten die Organisatoren der ausrichtenden Vereine, dem FTSV Straubing und den Wilden Wespen Steinach, ein wahres Mammutprogramm zu schultern. In 4 Hallen wurden an 2 Tagen nicht weniger als 88 Spiele ausgetragen. Wir haben vor einem Jahr angefangen und haben uns zur endgültigen Form innerhalb eines Jahres vorgekämpft. Es sind ja etwa 450 Sportler. Die übernachten hier, die müssen verpflegt werden, die müssen transportiert werden. Wir haben 4 Spielorte, 4 Hallen, 3 Straubinger und eine Parkstättner Halle. Mit jeder Menge Personal, es sind heute etwa 60 Leute im Einsatz. Du brauchst einen Gesamtspielleiter, du brauchst in jeder Halle einen Hallenmanager und so weiter. Also es ist schon eine Dimension, die sich sehen lassen kann. Für die Jungs aus Oberbayern hier in Weiß-Blau lief der Bayern-Pokal nicht nach ihren Vorstellungen. Im Johannes-Thurmeier-Gymnasium musste sich die favorisierte B-Jugend im Finale den Unterfranken geschlagen geben. In der Josefshalle verlor Oberbayerns C-Jugend ebenfalls im Finale gegen Mittelfranken. Dafür holten sich die oberbayerischen Mädels in der Volksschule in Parkstetten den B-Jugendtitel vor den Schwaben, die wiederum, wie anfangs schon gesehen, bei den C-Mädels den Niederbayern unterlagen. Und diese konnten sich nach ihrem Erfolg noch auf ein besonderes Schmankerl von ihrem Trainer freuen. Der musste nämlich erst einmal 15 Eisbecher zahlen, gell? Aber die zahle ich natürlich gern. Der Bayern-Pokal 2011 in Straubing hatte also für die Niederbayern ein wahres Happy End parat und war damit rundum eine perfekte Veranstaltung.